Und damit herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Eine neue Aufnahmesession mit dabei wieder aus den letzten Folgen, die Khaleesi. Und wir sind in Osinium. Gestern waren wir ja, also für dich ist es gestern. Ja doch, für uns eigentlich auch. Die Aufnahme ist ja erst heute. Gestern waren wir im Hügelgrab. Wir sind jetzt hier an der Handelsstraße. Und ich würde sagen, wir machen in der Folge, gehen wir direkt in die Folge, machen wir die Agentumine. Ich markiere mal und wir gucken mal in die Post. Ich habe nämlich da was gekriegt und ja, ich drücke Escape, jetzt drücke ich Enter. Wir gehen auf den weiter Post und Buchenstab der Flamme, episch, nice. Ja, Dankeschön auf diesem Wege. Den wollen wir auch direkt anlegen. Was war am Hammer? Der ist zwar für die Second-Waffe. Siehst du, jetzt habe ich nämlich Scheiße gebaut. Aber wir hatten schon einen epischen Flammenstab, aber der ist natürlich besser. Von daher. Jetzt müsste ich nur mal eben Jan Süß den Blitzstab wieder auf die 1 setzen. Das ist ja unsere Hauptwaffe, der Blitzstab. Und so. Okay, wir markieren. Haben wir schon. Dann Aufi. Action. Wir brauchen Action. August. Shop. Neues Mount. Ein Wolf, so wie ich gelesen habe. Könnten wir uns eigentlich nochmal fix angucken. Man, so viel Zeit haben wir. 4700 Kronen. Wir müssen noch ein bisschen sparen. Oh, Action. Action. Okay. Jetzt aber. Wir schauen mal eben den Kronenshop, was es im August gibt. Der August ist fast um, ziemlich spät, aber ein Handwerksstil, Mazatun, ein neues Haus. Das kommt aber, glaube ich, erst Ende August. Das täte mich eventuell reizen. Reittiere, da war, hier seht ihr den Wolf, den Kartwolf. Stürmer, gefällt mir persönlich jetzt nicht so. Sonst war hier nichts. Friedliche Begleiter, da waren zwei neue diesen Monat. Das war einmal, glaube ich, der, ja genau, der Bernsteinschlüpfer, Schüpfer. Und da war aber noch eins. Ja, den Wolf nochmal als Begleiter. Ich habe gesehen, es gab, unter was findet man das? Garderobe? Nein. Kostüme? Nein. Lass mal eben lunchen. Weil das hätte ich eventuell, wenn es nicht zu teuer ist, würde ich es kaufen. Und zwar können wir da die Hautfarbe ändern. Und ich bin so ein lila Typ. Also alles, was mit lila zu tun hat, da bin ich für zu haben. Und da gab es eine komplette Veränderung der Haut in lila. Es ist nur die Frage, wo wir das finden. Stilstube? Ja, das müsste es doch sein. Persönlichkeiten, Verzierungen. Nein, nein, nein. Bemalung. Das auch nicht. Körperbemalung. Aldimeri. Hier müsste es doch dabei sein. Nö, ist nicht dabei. Warum nicht? Ja, schade. Oder das kommt erst. Ja, es kann auch sein, dass das erst noch kommt Ende August. Müsste ich mir mal notieren, dass ich das auf dem Schirm behalte, weil das sah ziemlich nice aus. Gut. Genug geschnackt. Wir looten den Kollegen mal und düsen weiter Richtung. Wo will er hin? Der Oger. Galle. Wir sammeln wieder nur Galle. Ja, Osinium DLC, genau, im August kam, ist noch ein neues DLC rausgekommen, Horn and Breach. Wenn ihr das Abo habt, könnt ihr das natürlich umsonst spielen, ihr könnt es euch auch kaufen, 1500 Kronen sind, glaube ich, nur zwei neue Verliese, also ist kein neues Gebiet, soweit ich das richtig verstanden habe. Und wir haben hier einen Questgeber. Oh. Müssen wir hier runter? Müssen wir hier runter? Kann sein, dass wir hier runter müssen. Das ist aber ungünstig. Komm mal hier runter. Wasserfall runterspringen. Geht das gut? Könnte das klappen? Ah, komm. Nur die Harten kommen in den Garten.
Wer stirbt schon, wenn er am Wasserfall runterspringt? Oha, ich. Okay, wir heilen uns mal eben. Mal bitte die Waffe wechseln. Komm, trau dich, trau dich. So, nächste Station. Und? Komm, du springst doch ins Wasser. Na, nicht ganz. Geht aber. Wir haben überlebt. Nur das zählt. Prima. So, und jetzt müssen wir dann zu unserem Bedauern feststellen, dass der Eingang doch oben ist. gut. Questgeber, wo bist denn du? Ach, da oben steht er. Wie kommen wir da jetzt hin? Hier rum, ne? Sehr schönes Questgebiet hier übrigens, muss ich sagen. Sieht echt toll aus. Aber das siehst du da draußen ja gerade selber. Der Silbermorgen ist verloren. Aber ich schwöre, dass das Rudel dafür bezahlen wird. Dirdre, was ist los? Vorsicht, mein Freund. Die Argentomine wurde überrannt. Ich hätte es um ein Haar nicht lebend herausgeschafft. Was ist mit euch geschehen? Mord und Totschlag. Das ist zumindest das, was hier geschehen ist. Es war das Magna-Rudel. Sie griffen uns an, dezimierten den Silbermorgen. Ich glaube, ich bin die Letzte des Ordens, die noch am Leben ist. Das Rudel muss für diesen Anschlag bezahlen. Ich will sie alle tot sehen. Silbermorgen, Magna-Rudel, das sagt mir alles gar nichts. Ne, das tut's Der wirklich nicht. Silbermorgen ist ein heiliger Orden von Werwolfjägern. Aha. Das Magna-Rudel ist ein Rudel Werwölfe. Sie griffen unseren Stützpunkt in der Argentomine an. Ich konnte gerade noch so entkommen, musste bei der Flucht aber unser heiliges Banner zurücklassen. Ohne das Banner kann unser Orden nicht wieder auferstehen. Aha, ich kann das heilige Banner des Silbermorgens für euch bergen. Was? Euer Questbuch ist voll. Was ist hier los? Ich habe da noch gar nichts. Wir haben da noch gar nichts gemacht hier. Was können wir denn hier? Ein Freund in Not, Gilden, der Prismakern. Nee, Wrotka, oh mein Gott. Hauptgeschichte. Berufe haben wir ja nichts, ne? Das Tal der Klingen betretet die Zuflucht. Die machen wir mal. Ach, die können wir ja gar nicht abbrechen. Scheiße. Ich muss eine Quest irgendwie abbrechen, aber welche? Ja. Dann nochmal Mädchen. Aber jetzt, ja, ja, ja. Falls ihr wirklich vorhabt, unser Banner zu bergen, müsst ihr in der Mine gut auf euch aufpassen. Die Werwölfe sind nicht nur gerissen und schnell, sondern der Orden hat zudem in der ganzen Mine Fallen aufgestellt, um sie zu beschützen. Erzählt uns mehr über das heilige Banner. Unsere Gründerin Adelisa Silberaxt fertigte das Banner an, um ihren geliebten Sohn zu ehren, der in einen Werwolf verwandelt wurde. Nachdem sie sich gezwungen sah, ihn zu töten, webte sie ihre Tränen und ihr Blut in das Banner ein. Und seitdem hat jeder unserer Kommandanten einen Tropfen seines eigenen Blutes auf das Banner gegeben. Ein mit Blut gewobenes Banner. Das geschieht als Teil eines Rituals. Sie fasten und meditieren 3 Tage lang vor dem Banner. Sie erfahren Visionen von Adelisa Silberaxt. Sie hat es zu unserer heiligen Pflicht gemacht, die Welt vom Fluch der Werwölfe zu läutern. Ich fühle mich geehrt, Teil des Ordens zu sein. Was werdet ihr mit dem Banner machen, falls ich es finde? Ich werde die anderen Mitglieder unseres Ordens finden, falls sie noch am Leben sind. Falls nicht, werde ich neue Mitglieder anwerben. So oder so wird der Wiederaufbau vorangetrieben. Das Banner wird uns dabei einen. Ich lasse nicht zu, dass Magna und seine räudigen Bestien den Sieg davontragen. Das lasse ich einfach nicht zu. Sagtet ihr, euer Orden hätte Fallen in der Mine gelegt? Wir erhielten eine kurze, doch wertvolle Warnung, dass das Rudel auf dem Weg sei. Doch es hat gerade noch gereicht. Wir haben Fallen aufgestellt, um die Eindringlinge zu behindern oder sogar zu töten. Herabfallende Felsen, vorschießende Dornen, Bärenfallen, solche Dinge eben. Da drin ist Vorsicht geboten. Okay, dann vielen Dank für den Tipp und los geht's. Dann gehen wir mal rein in die Agenturmine. Guck mal, hier sind Mammuts. Ob man die reiten kann? Ja, eher weniger.
Es wird wahrscheinlich wieder eine Loot-Orgie da drin werden. Ich glaube, wir müssen hier runter, ne? Kann sein, dass der Eingang da unten ist? Nee. Oder doch? Was mit dem Dicken da? Ein Elite-Riese. Und hinter dem Elite-Riesen steht eine Kiste. Ich glaube, hier oben sind wir doch falsch, oder? Ich meine, wir gucken mal eben. Nee, wir sind richtig, okay. Dann machen wir den Riesen dann, wenn wir gleich wieder rauskommen. Kaffee. Und hinein ins Vergnügen. Die Argentomine. Wie der Name suggeriert, waren die Schächte einst eine Silbermine. Von Ort sagt man, sie wären vor Jahrhunderten versiegt. Orks meiden sie, kümmern sich aber nicht drum, eine Begründung dafür abzugeben. Aber wenn da sich jetzt die Werwölfe breit gemacht haben, werden die Orks sich da auch nicht wohl fühlen. Ihr könnt nach Cyrodiil reisen. Ja, müssen wir auch noch machen. Wir müssen noch so viel machen hier. Und da ist der Teddybär schon. Oh, sind ja alle tot. Ja, dann. Haben wir nicht viel zu tun. Wollen wir eigentlich nur durchgehen, letzten Boss machen und dann, so, lass mal Karte launchen. Wir können hier rum, wir können. Ich glaube, wir gehen andersrum. Da unten ist noch eine Quest. So, da sind sie sich am Prügeln. So, und alles leer hier? Was ist das jetzt? Ausgang hier oder was? Okay, das, wir sind direkt zum Explorer wieder, weißt du? Okay. Dann, ich glaube, hier ist eine Falle, ne? Kann das sein? Ist das eine Falle? Ja, es ist eine Falle. Dann wollen wir mal weiter. Nein. Hehe. Oh, Alter. Böser Werwolf. So, ein Säckli. Da ist noch ein Rucksack. Und der Kollege hier, der ist schon fleißig dabei. Können wir noch ein bisschen XP upgraben. Der hier schon so fleißig rumwuselt. Der Drachenritter. Ich glaube, wir müssen. Ich denke mal, wir müssen hier rum, oder? Wir nehmen den. Oder geht's hier runter? Ich weiß es nicht. Wir gehen runter. Gleich mal auf die Karte. Ich weiß gar nicht, ob hier eine Himmelsscherbe ist in der Mine. Freunde, guten Tag. So. Nur ein Toter. Ja. Dann wollen wir mal ein bisschen aufräumen hier. Jetzt geht's rechts rum und links rum, super. Dann schauen wir mal eben auf die Karte. Wir gehen links rum. Da ist irgendwo ein Questgeber. Toter Werwolf ist ein guter Werwolf. Ihr habt doch auch Langeweile, ihr zwei hier. Okay. Also loot-technisch kommen wir hier mit dem blauen Auge davon. Was mit euch da beiden? Da lass mal. Komm.
Böse, böses Hundilein. Böses Hundilein. Was habt ihr beschützt? Das flüssige Silber untersuchen. Okay, war das die Quest? So. Ich wollte gerade sagen, jetzt geht's hier noch rechts. Wir gehen einfach mal weiter. Knarz. Tiefer in den Schlund. Keine Gegner mehr da. Oh, hier ist der Boss. Das war der Boss. Naja. Hier haben wir das Banner. Haben wir hier... Okay, hier haben wir nichts mehr. Was sagt die Karte? Wir können wieder raus, sagt die Karte. Okay, dann düsen wir wieder. Freunde? Das war jetzt ein sehr gediegener, ruhiger Dungeon. So schnell waren wir ja noch nie durch. So, ich glaube, wir müssen jetzt rechts rum, also nach oben. Keine Kiste gefunden. Ich weiß nicht, ob in Osinium überhaupt Himmelsscherben sind. Gleich mal auf die Map gucken. Ich weiß nicht, ob meine Mod mir das anzeigt. Ausgang war hier hoch, ne? Genau, die toten Wölfe und dann sind wir durch. Schade, Schade, Wrotka. Naja, hat genau in die Folge gepasst, von daher 10 Minuten Questgeber zuhören, 10 Minuten die Instanz. Dann war es das auch schon. So, wo war denn der jetzt unten, ne? Blups, 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 blups. Wo? Da unten ist er. So, Dietre. Da seid ihr ja wieder. Ja, ging schnell. Sagt mir, ist es euch gelungen, unser heiliges Banner zu bergen? Ich habe euer heiliges Banner geborgen. Bei den Acht. Ihr habt mir ein Fünkchen Hoffnung an einem sehr dunklen Tag gegeben. Der Orden des Silbermorgens wird wieder aufgebaut werden und weiter dem Auftrag folgen, den Adelisa Silberaxt uns vor vielen Jahren gegeben hat. Vielen Dank für alles, was ihr getan habt. Sehr gerne, sehr gerne. Der Orden des Silbermorgens wird überleben. Irgendwann werden wir diese Welt von allen mordlüsternen Werwölfen befreien. Darauf gebe ich euch mein Wort. Wie wollt ihr den Orden des Silbermorgens wieder aufbauen? Das Wichtigste zuerst. Ich werde abwarten, ob noch andere Mitglieder des Ordens von Missionen zurückkehren. Dann richten wir uns ein neues Hauptquartier ein und scharen neue Rekruten um unser heiliges Banner. Der Orden des Silbermorgens wird weiter bestehen. Die Welt braucht uns. Werdet ihr versuchen, euch die Argentumine zurückzuholen? Wir müssen einen neuen Anführer wählen. Danach obliegt dieser Person auch die Entscheidung, wie wir von hier an am besten weiterverfahren. Adelisa gründete unseren Orden an diesem Ort. Doch da ihn die Werwölfe nun schon entdeckt haben, ist es vielleicht das Beste, ihn einfach zu überlassen. Okay, also nein. Gut, Kinders, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir mal dem dicken Oger da unten im Popo treten, hoffe ich. Oder der uns, werden wir dann sehen. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye, bye und ciao, ciao.